Die armen Männer dürfen nicht mehr belästigen. Das ist ein Argument, was man von feministischer Seite gerne hört, wenn man die ganze MeToo-Bewegung kritisiert. Und darum geht es in diesem Video. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal. Mein Name ist Maximilian Pütz, Männerrechtler, Männercoach aus Leidenschaft. Wenn du die rote Pille in regelmäßigen Dosen verabreicht bekommen möchtest, bist du hier genau richtig. Und heute gucken wir uns wieder einen Artikel an von dem Blog Ypsilonix. Den habe ich auch schon bei meinem Thema Alleinerziehende Mütter gefährden das Kindeswohl, was sehr große Wellen geschlagen hat, thematisiert. Und jetzt gucke ich mir einen weiteren Artikel dort an, der, ich glaube, euch sehr gefallen wird. Also, gucken wir mal rein. Feministische Argumentationsformen. Die armen Männer dürfen nicht mehr belästigen. Oh, man! Hier sehen wir gleich, es beginnt das Ganze mit einem schönen Meme. Mrs. Chase, ich habe die ehesten Ansichten und bin im Rechtsschutz. Hierzu lade ich Sie höflich zum Abendessen ein. Sie können das Angebot gerne ablehnen, wenn Sie sich dadurch in irgendeiner Weise sexuell belästigt fühlen. Ja, ist eine Karikatur, aber von 1992 sogar aus dem Playboy. Und ich wusste gar nicht, das ist fast schon Fortune-Telling, weil jetzt sind wir gar nicht mehr so weit davon entfernt. In amerikanischen Universitäten müssen sogenannte Consent-Forms ausgefüllt werden. Das heißt, ein Mann muss sich von einer Frau schriftlich unterschreiben lassen, dass sie dem Sex einwilligt, also an einigen kalifornischen Universitäten. Und nur dann ist es eine wirkliche Zustimmung zum Sex. Willkommen im Gaga-Land und in einem absolut puritanischen Zeitalter, was schlimmer ist als alles, was meine 68er-Jahre-Eltern damals erlebt haben. Also ein absoluter Rückschritt und ein Schritt in eine neue, in einen neuen Puritanismus. Ja, eine ganz absurde Zeit, weil auf der einen Seite haben wir Pornos, Sex überall, aber im wirklichen Umgang miteinander sind wir jetzt eigentlich schon wieder im viktorianischen Zeitalter angekommen. Wenn Männerrechtler darauf zu sprechen kommen, dass aufufernde Definitionen von sexueller Belästigung problematisch seien, dann werden sie gerne verhöhnt nach dem Motto, die armen Männer dürfen nicht mehr belästigen. Und gleich links sehen wir einen Tweet von einer Eva Molau, wer auch immer das ist. Das ist auch wieder, sowas kann auch nur eine Frau tweeten. Wirklich ganz, also so ein dummes Ding ist unglaublich. Nee, mit Dummheit hat das gar nichts zu tun, aber einfach so die Gesamtzusammenhänge nicht zu sehen. Belästigung ist, was dich belästigt. Und genau das ist die Gefährlichkeit. Und genau das ist der Blödsinn an dieser feministischen Definition. Feministen möchten es wirklich erreichen, dass jede Frau für sich selbst bestimmen kann, was Belästigung ist und was nicht. Ja, Männer sind aber keine Telepathen. Die eine findet aktive Männer, die auch körperlich voranschreiten, super sexy, Männer, die die Dinge selbst in die Hand nehmen, und die andere empfindet das als übergriffig. Wir hatten in Deutschland, wir haben alles im Gesetz abgeregelt. Ist alles geklärt, ja? Ist alles relativ einfach. Was auch für ein Shitstorm entstanden ist wegen meinem alten Klassiker-Video Nein heißt Nein, auf welchem Planeten, was viele nicht verstanden haben. Ja, als ob ich sagen würde, wenn eine Frau sagt, nein, ich will das nicht, dass man dann einfach weitermachen darf oder weitermachen sollte. Das ist natürlich totaler Schwachsinn, aber es geht darauf, auf die Zwischentöne zu achten. Und wenn eine Frau dir sagt, hör auf, ich möchte das nicht, das ist mir unangenehm, und du dann weitermachst, dann haben wir eine Belästigung. Aber es ist keine Belästigung, eine Frau zum Abendessen einzuladen. Es ist keine Belästigung, eine Frau zu versuchen, auf ein Date zu küssen, auch nicht ohne sie vorher gefragt zu haben. Was für ein Schwachsinn. Das können auch immer nur Männer behaupten oder Feministinnen, die überhaupt noch nie in ihrem Leben irgendwie rumgemacht haben. Denn jeder weiß, dass ein Kuss nicht durch ein vorheriges Aushandeln entsteht, sondern ganz organisch entsteht.
Ich frage mich immer, wo die leben, diese Leute. Die haben anscheinend noch nie geflirtet oder irgendwie rumgemacht. Ich habe noch nie eine Frau gefragt, ob ich sie küssen kann. Und ich kann euch auch garantieren, liebe Männer da draußen, wenn ihr das machen solltet, diese Strategie anwenden, spätestens dann wird die Frau keinen Bock mehr darauf haben, euch zu küssen. Das heißt, das Verhalten der Männer wird immer als Belästigung definiert. Wenn die Frau es so empfindet, dann ist es halt so. Schon Matusek notierte, früher konnten Frauen auf einem Annäherungsversuch mit Ja oder Nein reagieren. Heutzutage können sie das Schwein zusätzlich der Belästigung bezichtigen. Sinngemäß. Die feministische Definition von Belästigung lautet, Belästigung ist das, was Frauen als Belästigung empfinden. Was die eine Frau als charmanten Witz betrachtet, ist für die andere übergriffig. Damit hält die absolute Willkür Einzug und es können demzufolge bereits bloße Blicke als Belästigung definiert werden. Und genau das ist es, was Männerrechtler problematisch finden. Und das ist noch euphorisch formuliert. Tatsächlich ist es der blanke Wahnsinn, der die Geschlechter, welche einander in Liebe zugetan sein sollten, voneinander trennt. Eine Atmosphäre des Misstrauens zwischen ihnen schafft und darunter leiden dann auch Frauen. Ja, Frauen leiden sogar besonders darunter, denn wir Männer, von uns wird immer noch erwartet, das aktive Geschlecht zu werden. Aber wenn uns immer wieder erzählt wird, dass wir das ja nicht dürfen und dass wir vielleicht eine Frau belästigen können, dann sagen manche Männer einfach, okay, dann bin ich einfach raus, dann mache ich gar nichts. Ich habe keinen Bock hier irgendwie auf ein Schafott zu landen oder irgendwie eine sexuelle Anklage zu kriegen. Und das ist genau das Problem. Ihr erinnert euch auch noch an diese wunderbare Gillette-Werbung, wo ein Mann eine schöne Frau sieht und dann auf sie zugeht. Er möchte sie nur ansprechen, vielleicht sagen, hey, du bist total süß, ich habe dich gerade gesehen, ich würde dich gerne kennenlernen. Und der Schwarze, der Quotenschwarze, hält den weißen Mann auf und sagt, no, 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 stopp. Ja, not cool, bro. Also nicht cool, bro. To act the right way. Bro, not cool. Was? Der hat noch nicht mal was gemacht. Er hat doch nicht irgendwie hinterher gepfiffen oder gesagt, hey, geiler Arsch. Er geht nur auf sie zu. Was für ein Zusammenleben, was für ein Planet wird da propagiert? Jetzt ist es schon schlimm, wenn ein Mann auf eine Frau zugeht. Also, wenn man sich das alles anguckt, dann muss man wirklich denken, dass es einen ganz klaren Plan gibt zur Bevölkerungsreduzierung. Ja, dass uns wirklich jeglicher Trieb, jegliches Aufeinanderzugehen, normales Aufeinanderzugehen ausgetrieben wird. Das ist so absurd, jemanden da zu verurteilen und dann hinzustellen in einer Werbung, die überall läuft, weil ein Mann auf eine Frau zugeht. Er hat noch gar nichts gemacht. Guckt es euch bitte nochmal an. Hier oben verlinkt meine Analyse des Gillette-Werbespots. Da werdet ihr sehen. Da passiert gar nichts. Er macht nichts. Er geht nur los. Das ist schon sein Vergehen. Ja, und in diesem nächsten Cartoon sehen wir auch ganz genau, wie es mit Belästigung aussieht aus Frauensicht. Super gut aussehender, attraktiver Typ im scharfen Anzug sagt, looking good, Susan. Oh, you're sweet. Und dann der etwas übergewichtige Nerd sagt, looking good, Susan, genau das Gleiche. Und sie ruft praktisch an beim Human Resource Management und sagt, oh Gott, hier, das ist inappropriate. Also es ist Verhalten, das man nicht zeigen darf. Know the work rules, ja? Das sind die Arbeitsregeln, auch von 2013 und aktueller denn je. Bist du ein super sexy, gut aussehender, attraktiver Mann, wirst du diesen Belästigungsvorwurf höchstwahrscheinlich nie bekommen. Bist du aber ein Typ, den die Frau als unattraktiv findet, dann ist es eine Anmaßung, dass du dich überhaupt gewagt hast, sie anzusprechen. How dare you? Wie diese Willkür aussieht, wurde in einer sozialpsychologischen Untersuchung ermittelt. In dem Experiment wurden zwei Gruppen von Studentinnen ein Mann mit einer jeweils anderen Hintergrundgeschichte präsentiert. Für die einen als attraktiv, für die anderen als unscheinbar. Dann erhielten die Frauen einen Text zu lesen, in welchem der Mann eine Frau, die bereits einen Annäherungsversuch von ihnen abgelehnt hatte, zu einem Drink einlud. Ergebnis? Dachten die Frauen, es handelt sich um den armen Schlucker, verurteilten sie sein Verhalten sehr viel öfter als Belästigung. Auch die angeblich feststehende Regel, wonach Nein immer Nein heißt, ist davon abhängig, wie attraktiv ein Mann ist. Mit anderen Worten, ob eine Frau die Avancen ihres Kollegen als Belästigung oder als Flirten wahrnimmt, hängt sehr stark davon ab, wie attraktiv sie ihn findet.
Wenn du den Kerl magst und denkst, der ist süß, dann flirtet er. Wenn du ihn nicht magst, belästigt er dich. Und genau aus diesen Gründen dürfen wir diese Gesetze nicht ändern und dürfen nicht Frauen entscheiden lassen darüber, was sie als Belästigung finden oder nicht. Es ist sogar so, dass sie einen Mann besonders sexy empfinden, wenn er über praktisch diese ersten künstlichen Widerstände hinweggeht. Guckt euch diese ganze Liebes- und Erotikliteratur von Frauen an. Die geht praktisch nur darum, dass die Frau fast vergewaltigt wird, dass der Mann sie packt und dann leidenschaftlich küsst und sie stößt ihn weg und knallt ihm eine, aber dann geht er nochmal auf sie zu. Das ist praktisch der Standard in diesen Erotikromanen von den Frauen. Das ist Willkür, denn es zeigt, es kommt nicht auf die Handlung an, sondern auf andere Faktoren, die nicht das Geringste dafür aussagen, ob sich der Mann eines Fehlverhaltens schuldig gemacht hat oder nicht. Im realen Leben kann dieses Fehlverhalten einen Mann die Karriere oder den Job kosten. Schon sich tief in die Augen zu schauen, ist solch ein Fehlverhalten. Bei Netflix ist es Angestellten verboten, sich länger als 5 Sekunden anzublicken. Flirten, Zuneigung, sich verlieben, verboten. Noch schlimmer ist da natürlich Ausgesprochenes. Man habe Kommentare über körperliche Merkmale zu unterlassen, wie manche Frauen, die vorgeben, im Namen der Frau zu sprechen, vorschreiben wollen. Kommentare über das Äußere sind aber oft Komplimente und diese sind, andere Frauen zufolge, sehr erwünscht. Liebe Kerle, sagt uns, dass wir schön sind. Wir mögen das, richtet sich etwa Tamara Wernli sinngemäß an die Männer. Der Mann steht permanent unter Verdacht, wird mit Misstrauen betrachtet und ein Haufen von Reglementierung ausgesetzt. Egal wie er sitzt, Mansplaining. Guckt, redet, Mansplaining oder atmet, stets sei er aggressiv, dominant, gewalttätig. Women! Can't live with them! The end! Es ist ein vernichtender Blick auf dem Mann. Stets nimmt man das Schlimmste von ihm an. Die Lesbe Nora Vincent, die als Mann verkleidet Frauen anflirtet, berichtet, dass diese ihm immer das Schlechteste unterstellen, was bei ihm zu Aggression führte. Am Ende ihres Experiments erlitt sie einen Nervenzusammenbruch. So sehr setzt es ihr zu, von der Welt wie ein Mann behandelt zu werden. Es ist brutal. Man geht nicht wohlwollend mit dem Mann um, dass man einfach mal einräumt, er sucht einfach nur das menschliche Nähe. Vielleicht ist er einsam und vielleicht ist er einfach nur ungeschickt mit der Anmache. Eine meiner Interviewpartnerinnen fragte, in diese Richtung gehend, welcher Mann will denn schon belästigen? Eben, er meint es nicht böse. Tja, so, das mit der Lesbe Nora Vincent, das könnt ihr euch auf YouTube auch angucken. Ist hochinteressant, wenn ihr darauf Lust habt. Ich kann es euch allen empfehlen. Da ist nämlich auch eine typische feministisch angehauchte Lesbe, die dann einfach einen Versuch macht und als Mann lebt, sich verkleidet, mit Männern abhängt, Frauen datet und was sie da erfährt, ist wirklich hochinteressant und hochspannend. Er meint es nicht böse. Hoffmann hält fest, was die Theorie einer gezielten Schikane im Gegensatz zu einer simplen Missverständnis weiterhin widerlegt, ist das Ergebnis einer Befragung, die zwei feministische Autorinnen unter 100 Frauen durchführen, die angaben, sexuell belästigt worden zu sein. Dabei kam zutage, dass die Männer ihr Verhalten sofort änderten und korrigierten, wenn die Frauen unmittelbar darauf hinwiesen, dass sie sich durch bestimmte Verhaltensweisen sexuell belästigt fühlen. Sie entschuldigten sich und manche schickten der Frau Blumen. Ja, liebe Feministin, der Schuss ging ja wohl nach hinten los. Ja, so ist es nämlich. Wenn man nicht denkt, dass Männer diese furchtbaren Monster sind, die Frauen nur belästigen wollen und die ganze Welt zerstören wollen, dann kann man wirklich davon ausgehen, dass die Männer es oft nicht besser wissen. Aber es ist ja auch nicht besonders einfach für die Männer bei diesen ganzen widersprüchlichen Botschaften. Die einen Frauen sagen, ja, der Mann, der muss mehr aktiver sein, der muss mutig sein, der muss mich an die Wand drücken und richtig küssen. Ich suche jetzt hier meinen richtigen Mann. Und die anderen sagen, ja, der hat mich beim Abendessen kurz am Knie berührt. Ach. Hashtag MeToo. Wie soll man denn da als normaler Mann noch durchgucken? Hm? Das ist doch das Problem. Aber in unserer Rape-Culture steckt hinter jedem Mann ein Monster. Und da immer mehr Menschen aufwachsen, ohne jeweils väterliche Liebe erfahren zu haben, fällt es sehr viel leichter, einen feindseligen Blick auf Männer zu pflegen. Einen kalten Blick, wie ein Ethnologe auf eine Fruchtfliege unter seinem Mikroskop. Wie es eine Empathin empfiehlt, womit sich diese Resentments noch vertieft. Zum Schluss. Unter Menschen, die nicht die Münde des Staates sind, sondern erwachsen, muss aufdringliches Verhalten und auch Belästigung erlaubt sein. Catherine Deneuve und viele weitere Französinnen in einem solchen Appell über die Freiheit, aufdringlich zu sein.
Wir sind heutzutage ausreichend gut informiert, um einzuräumen, dass sexuelle Triebe von Natur aus offensiv und wild sind. Aber wir sind gleichermaßen auch klarsichtig genug, um unbeholfene Anmache von sexueller Aggression zu unterscheiden. Denn wenn der Mensch, hier die Frau, also so schwach wahrgenommen wird, dass er mit einer unangenehmen Situation nicht alleine umgehen kann, dann fordert das ein totalitäres System heraus. Ein Staat, der sich zum Schutz seiner Bürger immer mehr und rigider in das Zusammenleben seiner Bürger einmischt. Das sieht man an den schubweisen Kampagnen gegen Hate Speech, mit der Redefreiheit mehr und mehr eingeschränkt wird. Es muss ein anderer Weg gegangen werden. Wenn einer einem dumm kommt, hat man alleine damit fertig zu werden, so wie Sophie Tomalla. Da reicht ein Blick und das war's dann. Derzeit aber fährt die Gesellschaft mit voller Kraft in die entgegengesetzte Richtung. Die Folgen all dessen, die Gesellschaft kühlt ab. Die Menschen sind sich immer weniger nah, haben immer weniger Sex, vereinsamen, vereinzeln. So wirkt sich der Segen des Feminismus aus. Starkes Schlusswort, was ich nur unterstreichen kann. Und liebe Männer, auch wenn ich hier das ein oder andere Frauenverhalten immer wieder kritisiere, vor allem feministisches Verhalten, lasst es euch von einem sagen, der Männer seit fast 20 Jahren coacht und mindestens einmal im Monat draußen mit den Männern auf der Straße ist, wo wir Frauen ansprechen. Die meisten Frauen werden euch nicht MeToo'n. Das wird euch wahrscheinlich nicht passieren. Wenn euch das passiert, passiert euch das im Arbeitsumfeld, also seid da bitte vorsichtig. Aber auf der Straße haben wir es wirklich noch nie erlebt, dass eine Frau sagt, du sprichst mich an, was für ein gefährlicher Sexist. Oder auch nicht im Club. Deswegen, geh weiter auf Frauen zu und folge nicht diesem pervertierten Frauenbild, was die Feministinnen von Frauen zeichnen. Und wenn du nicht alleine sein willst und Hardcore MGTOW Monk, dann klick hier unten bitte unter dem Video auf den Link casanovacoaching.de/go und bewirb dich für mein Online-Training, was dir beibringt, erfolgreich mit Frauen zu sein. Also, ich freue mich auf jeden Fall auf dich. Ansonsten bis zum nächsten Video. Arrivederci.